Willkommen zu diesem Spiel hier im Berliner Olympiastadion. Kulisse stimmt, Atmosphäre stimmt natürlich auch. Wolf Fuß und Frank Buschmann werden Sie durch diese Partie begleiten. Und heute geht es bei uns um ein Spiel aus der Bundesliga. Und das ist so ein Spiel, das niemanden enttäuschen wird. Es verspricht viel und beide Teams haben sich eine Menge vorgenommen. Spannende Geschichte, diese beiden im direkten Duell, Wolf. Da freuen wir uns drauf. Hier ist die heutige Aufstellung von Hertha BSC. Taktisch wählen sie heute 3-4-3. Das heißt, sie betonen das druckvolle Spiel, wollen schnell an den Ball, dann ihr System aufziehen. Wenn es gelingt, Wolf, ist das vielversprechend, hat aber auch Risiken. Das Olympiastadion in Berlin ist nach wie vor ein beeindruckender Bau und es hält auch einen Rekord, nämlich den des Bundesligaspiels mit den meisten Zuschauern. 1969 war das, die Hertha gegen den 1. FC Köln vor einer Wahnsinnskulisse von mehr als 88.000 Zuschauern. Hertha gewann damals 1-0. Vizemeisterschaften von 26 bis 29, das war schon eine gewisse Dominanz. Da kommt die Flanke. Tor für die Hertha. Hier nochmal die Entstehung dieses Treffers. Die Flanke kommt rein. Und das ist einfach nur ein exzellenter Kopfball. Deshalb ist er da vorne drin so wichtig. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Platz zum Flanken hier. Ishak Belfodil. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Nochmal die Wiederholung des Tors. Da kommt zunächst die Flanke und dann macht das stark. Unwiderstehlich. Abwehr ist chancenlos, obwohl sie dicht dran sind. Also spitze gemacht. ...2-0 steht es hier, sie machen einen guten Eindruck. Gute erste Hälfte, sie liegen mit 2-0 in Front und nach der Pause müssen sie einfach so weitermachen. So, im Olympiastadion ist alles bereit für die zweite Hälfte, legen wir los. Neuer Spielstand damit, also 3-0. Und er schießt! Und jetzt ist es nur noch ein Schritt bis zum Ausgleich. Das ist zu schaffen. Kommt natürlich schon ein wenig überraschend, dieser Treffer. Zuletzt kaum noch etwas von Ihnen zu sehen. Aber das war eine wunderbare Aktion. Der hat alles gepasst. Aktueller Spielstand jetzt also 2-1. Da hat er die Chance. Und da hat er den Dreierpack. Ist der heute gut drauf? Das ist ja sensationell. Den hält keiner. Der macht da vorne, was er will. Auch das war wieder ein super Tor. Da ist das Tor nochmal. Da ist der Dreierpack. Und man merkt, die Abwehr hat große Probleme, finden kein Mittel, sind da hilflos, immer wieder. 3-1 heißt es also jetzt. Ja, guter Steilpass hier. Oh, gefährlich. Phänomenal, ohne Worte. Hier sehen wir nochmal, wie dieses Tor entstanden ist. Erst der Steilpass. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Der neue Spielstand lautet hier also 3-2. Wir hören den Schlusspfiff. Für die Gäste ist es heute also eine Niederlage geworden.
Am Ende kommt hier also diese knappe Niederlage in der Liga raus. Es hat nicht viel gefehlt und ich denke, das ist vielleicht sogar das Positive, das Sie mitnehmen können. Sie waren dran.